Ich bin die Kim. ja, ich komme aus Deutschland. Surprise. Ja, ich bin seit ungefähr 8 Monaten unterwegs jetzt. Bin in Perth gelandet. Habe ich auch die Jule kennengelernt. Und ja, jetzt bin ich aber schon seit knapp 7 Monaten in Melbourne. 19. €3.500. Also für die Anfangszeit reicht es auf jeden Fall, finde ich. So, wenn du da erstmal ankommst. Aber dann musst du dann halt schon zusehen, dass du einen Job kriegst. Meine Anfangszeit in Perth war übelst gut. Es war halt super durch das Hostel, das so klein war. Wurde man halt ziemlich schnell aufgenommen und so. Und es war auch irgendwie voll wichtig für mich und dass es auch so gut geklappt hat. So konnte ich mich halt irgendwie schnell einleben. Und ja, ich habe mich auch mit den Leuten da verstanden. Ziemlich gut sogar. Von daher war Perth eigentlich ziemlich coole Zeit noch so. Naja, ich wollte halt eigentlich in Perth arbeiten. Erst arbeiten und dann reisen. Aber es war halt super kalt noch, ne? Es war August, September. Und ja, irgendwie hat auch keiner einen Job so richtig gefunden. Und dann musste ich irgendwann mal zusehen, nach 5 Wochen, dass ich zu irgendwas komme. Da war halt die Nadia ist aus Kanada. Und die hat ein Auto und wollte mit dem Auto nach Melbourne fahren. Und ja, dann habe ich mich da mehr oder weniger angeschlossen. Dann sind wir zusammen nach Melbourne gefahren, weil halt jeder so meinte, ja, in Melbourne findest du auf jeden Fall einen Job und so. Und es wurde dann noch Zeit. Ja, ich arbeite im Park Hyatt in Melbourne. Das ist ein Hotel, 5-Sterne-Hotel. Ja, und Kellner da. Und am Anfang habe ich, wo ich den Job noch nicht hatte, für so eine Agentur, für so eine Gastronomieagentur gearbeitet, die dich dann halt immer am Wochenende oder wo gerade was ansteht, an irgendwelche Hotels, Veranstaltungen und so vermitteln. Ich habe in meinem Hostel die Rezeption gemacht und geputzt. Ja, Rezeption war jetzt nicht ganz so viel. Ich spreche ja leider kein Englisch als Muttersprache. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, also ich habe noch geputzt. Also ich will halt auf jeden Fall meinen Tauchschein machen. Und ich will auf jeden Fall noch durch Asien reisen. Und dort viel tauchen und einfach, ja, abschalten. Das Essen. Ja. Vieles. Also, ich finde es halt, es ist halt aber auch vielleicht typisch australisch, halt diese Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit von den öffentlichen Verkehrsmitteln her. Das ist echt ein Graus hier. Ja, es ist halt auch super groß, es hat zwar auch so seine Vorteile, aber man braucht halt echt ewig, bis man irgendwo hinkommt. Genug Socken. Ey, wirklich. Die verschwinden jede Woche, muss ich zusehen. Nee, packt euch genug Socken ein, ne? Alleine reisen. Warum? Weil, also man kann das vielleicht abschnittsweise machen, dass man sich einen Travelmate holt und so. Aber gerade wenn man die Leute, man schließt sich ja dann relativ kurzfristig zusammen und kennt die Leute nicht so doll, dann kann es halt schon mal dazu kommen, dass man dann während des Trips irgendwie mitkriegt, dass es halt nicht passt. Und dann kann man das auch nicht wirklich genießen. Ich würde immer ohne gehen. Weil habe halt schon ein paar Leute getroffen, die das gemacht haben und im Endeffekt hat sich es wirklich überhaupt nicht rentiert. Als ich kein Geld mehr hatte. Das war eigentlich schon die schlimmste Situation so. Weil ich ja echt nicht mehr wusste, wohin. Ne? Ich habe da halt echt dann wirklich erstmal geheult und so. Logischerweise.
Aber das war irgendwie, dann habe ich meine Mutter angerufen. War mir eigentlich zu doof, wollte ich gar nicht so richtig. Haben wir halt gequatscht und dann an dem Abend hatte sich dann wirklich alles geregelt. Ich brauchte kein Geld, ich wollte auch kein Geld, das mir überwiesen wird. Hab dann halt den Anruf vom Hotel bekommen, dass ich den Job habe. Wusste aber, dass ich noch 2 Wochen warten muss, bis ich anfangen kann. Hab halt zu der Zeit in der Wohnung gewohnt und hab dann aber meiner Vermieterin geschrieben, dass ich ausziehen möchte und dass ich halt meine, wie nennt man es auf Deutsch? Kaution? Kaution zurück möchte. Dann habe ich dem Hotelboss hier geschrieben, dass ich bitte, bitte zurückkommen möchte ins Hostel. Ich bin hier eigentlich nur ausgezogen, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte und dass ich gern hier arbeiten würde. Und dann hatte ich den nächsten Tag drauf gleich ein Probearbeiten, was mir bezahlt wurde. Und die Agentur hatte sich an dem Abend noch gemeldet, dass ich einen Job fürs Wochenende habe. Und ab dem Zeitpunkt ging es, was das Finanzielle angeht, eigentlich wieder bergauf. Als ich meine Mutter vom Flughafen abgeholt habe und sie mich besuchen kam, das war sehr schön. Erwartet nicht zu viel. So, man ist super euphorisch am Anfang und denkt, das wird super toll und das kann es auch auf jeden Fall werden. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie man sich es am Anfang vorstellt. Egal jetzt ob Job oder das Reisen oder sich selber zu finanzieren, da überschätzt man sich am Anfang, wenn man noch zu Hause ist, finde ich ein bisschen. Und ja, sollte man einfach ziemlich neutral an die Sache rangehen.